So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Im Live-Let's Play mit Vampyr, in Vampyr, mit Dr. Jonathan Reed. Und wir unterhalten uns jetzt nochmal mit Dr. Swansea. Es kann ja wohl nicht sein, dass Sean Hampton jetzt auch noch ausgeschaltet werden soll. Ich habe es beim letzten Mal erwähnt. Zuletzt hatten wir jetzt hier Dorothy Crane zum Skull werden lassen. Eine völlig dämliche Entscheidung getroffen. Ich bin nach wie vor total schockiert. Und jetzt sollen wir sogar hier in die Docks gehen und Sean Hampton irgendwie ausschalten. Der ist ja auch eine Stütze seines Bezirks. Also was soll denn mit den ganzen Leuten hier passieren? Das finde ich doch wirklich alles super problematisch. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal Dr. Swansea ansprechen. If you don't mind, I have a few questions. Well, I'd be delighted to help you if I'm able. Tja. Fangen wir mal ganz harmlos an. Also, was ist erstmal geschehen? What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Hmm. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? Oh, there was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. Ja, und hoffentlich, das ist die Wahrheit. Nicht, dass uns jetzt hier irgendwie einen Mord aufgetischt wird, der nach was ganz anderem aussieht. Und wir sollen jetzt Hampton büßen lassen und in Wirklichkeit hat der es gar nicht gemacht nachher. How did the guard of Priwen come to hear of this? McCallum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Aber auch dann muss man das doch eigentlich in Frage stellen, wenn man noch nicht mal weiß, wo der Körper der Getöteten ist. Who was that man in your office? Geoffrey McCallum, actual leader of the Guard of Priwen. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Gut, dann wissen sie also, dass ich hier bin. They know I'm here now, don't they? I understand your need for blood and will not get in your way. But if you could refrain from feeding within these walls, it would go a long way to defending your case. Mhm. Ja, dann haben wir festgestellt, das Betreten einer Kirche ist irgendwie sehr schwierig. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Also wisst ihr quasi gar nichts. It's hard to explain in terms of science. That's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt or irrational fear or deep-seated beliefs. Merkwürdig. Klingt aber alles nicht sehr wissenschaftlich. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. Also weiß er überhaupt gar nichts darüber, über diese Ascalon-Vampire? Swansea, ey. Also du bist wirklich ein ganz merkwürdiger Typ. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Ja, du offensichtlich auch nicht, oder du flunkerst mich schon wieder hier an. Ich bin mir echt nicht so sicher, wem ich hier trauen soll. Das war alles, was wir mit ihm besprechen konnten. Ein bisschen enttäuschend insgesamt irgendwie. Gab es hier noch irgendwas zum Interagieren im Raum? Ich glaube nicht. Tja.
Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Also ich glaube das nicht, dass Sean Hampton hier einfach so jemanden ermordet hat und einfach geturnt ist zu so einem Skull. Ich glaube es wirklich nicht. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist auf jeden Fall nicht der Sean Hampton, den wir gerettet haben. Ich schaue mich jetzt hier überall nochmal um, auch wenn ich... Na, ich glaube, hier können wir plündern. It's locked. Ja, es ist verschlossen, na super. Da, wo ich plündern möchte, kann ich nicht. Hm. Also das ist ja wirklich unglaublich dösig. So, kann ich hier oben eigentlich irgendwie rein? Ne, hier ist Dead End. Also hier darf ich nicht durch. Dann werden wir uns hier unten nochmal umschauen. Hier ist ja schon die Blutreinigerin hier zur Stelle. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ja, wir fragen mal nach. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Hmm. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Okay, da werden wir auf jeden Fall gleich mal hingehen, ob wir da eine Leiche finden. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... Well, maybe it was him. Hm. Merkwürdig, ansonsten hatten wir mit ihr, glaube ich, alles besprochen bislang. Goodbye, nurse. Call me if you need. Also sie ist keine Zeugin, definitiv. Sie hat es nicht gesehen. Sie ist jetzt zum Blutreinigen hier da. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. So, was ist mit ihr? What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Okay, ich kann sie jetzt aber nichts mehr fragen dazu. Okay, das ist merkwürdig. Aber sie ist auf jeden Fall die Erste, die angeblich in den Raum gegangen ist und hat das, was angerichtet wurde, gesehen. Sie hat aber auch nicht gesagt, ob sie die Leiche wirklich gesehen hat. Also, fragen wir doch mal bei den Patienten nach und bei den anderen Doktoren. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. Two voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Ja, so ein Streit von den Treppenstufen her. Aber was mag das gewesen sein? Unsere Möchtegern-Vampirin, hat die vielleicht was gesehen? Oder Good evening, gehört? Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Das ist ja super informativ, nicht? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Hallo, Leofra. Und Kutulichi muss sich auch verabschieden. Schade, aber eine gute Nacht wünsche ich dir schon mal oder einen schönen Abend noch. Es ist ja noch nicht ganz so spät. So, wir gucken uns hier nochmal um. Hier gibt's auch überall... Also ich würde behaupten, wenn hier überall so Krankenhausboxen verteilt sind mit irgendwas drin, ich werde das jetzt mal looten. Ich weiß, sonst loote ich eigentlich nicht im Krankenhaus, aber hier in so einer abgelegenen Räumlichkeit, da scheint ja keiner dran zu gehen.
Da werde ich jetzt einfach mal ein paar Sachen rausluten. Das ist, glaube ich, okay. Solange es nicht in Behandlungszimmern oder so ist. Hier zum Beispiel, da würde ich jetzt nichts rausnehmen aus dem Schrank. Hier geht's wieder raus. Aber ich werde mich jetzt hier nochmal in Ruhe... umschauen. Wir können natürlich versuchen, dieser Blutspur irgendwie erstmal nach drinnen zu folgen. Da draußen steht ja die Lady wiederum. Hier ist der Ort des Geschehens. Oh mein Gott. Also hier gab es auf jeden Fall eine gewalttätige Aktion. Ich will es jetzt nicht Auseinandersetzung nennen, aber es sieht natürlich danach aus. Dieses Ding hatten wir uns schon mal angeschaut, glaube ich. Also, was ist hier passiert? Es gibt eine Blutspur, die sich herauszieht über den Haupteingang raus. Und was aber komisch ist, ist das dann ab hier? Ist das Blut schon verwaschen oder wie? Dass wir hier kein Blut mehr sehen. Oh. Okay. Oh, verzeiht. Tja, das sollte dann wohl die Leiche sein, oder? Oh, Jonathan. Ai. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Können wir diese Mahlzeit teilen? Was? Ist das meine Schuld? Ja, ich glaube, wir fühlen uns schon ein bisschen schuldig, oder? Yes. And I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Skull, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Das ist eine ziemlich direkte Frage. Haben Sie diese Frau getötet? Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Uh-huh. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Ich glaube hier keinem Charakter. Warum eigentlich nicht? Das kann die mir doch nicht erzählen, dass sie sich so unter Kontrolle hat, dass das jetzt angeblich überhaupt kein Ding sein soll. Also, ich habe meine Zweifel an der Aufrichtigkeit von jedem wichtigeren Charakter in diesem Spiel. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel. Stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Dass er riesig war. He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Okay, aber hinter wem war er denn dann her? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Ja, also bislang hatte ich ja noch nicht mal Kontakt zu denen. Dann kommt der Erste angeflogen und bedroht mich. Was soll ich denn machen? Ich habe ja nichts mit denen gemacht bislang. Ich kenne die noch nicht mal.
Also, das ist ja schon echt. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Tja, das ist auch eine nichtssagende Aussage. Vielleicht gelingt uns das ja, das zu erforschen, aber ich habe so meine Zweifel. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Ja, okay, gut. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Ja, wie immer haben wir eigentlich keine Informationen von ihr. Ich würde ja gerne eigentlich hier die Identifikation dieser Frau haben. Dass es wirklich die ist, die da im Raum war vorher. Mit der wir ja noch gesprochen hatten, ich erinnere mich noch. Ich frage jetzt erstmal bei Milton nach, hier, ob er irgendwas weiß. Aber das ist echt extrem unbefriedigend, dass hier niemand angeblich was wissen will. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room. Oops. And Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Goodbye, Milton. Tja, also wirklich informativ war das hier bislang nicht im Krankenhaus. Ich gucke jetzt mal, ob hier noch irgendwelche anderen Schwestern und Ärzte außen anzufinden sind. Ansonsten gucke ich in dem einen Flügel nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier nicht fündig werde. Ist auch draußen niemand aktuell, wie es aussieht. Dass hier noch irgendwelche Kranken rumliegen, um die sich gerade keiner kümmert. Es mögen aber auch einige Tote dazwischen sein. Mit ihr hatten wir schon gesprochen. Sie hat uns auch nichts gesagt, die Pippa. So, Doktoris. Good evening, Dr. Tippett. Tippett hatten wir noch nicht, genau. Dr. Reed, any good news to share? Ja, eher nicht so, ne? Habe ich was über dich, was ich weiß? Eigentlich nicht. Doch, der Behandlungsfehler. Sprechen wir ihn mal darauf an. Das wollten wir eh schon seit längerem machen. Kokorin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Untersuchung, desto tiefer sie fallen, wurde aktualisiert. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Doppelter Fehler sogar. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Okay, sieht er also gar nicht ein. Ja, wir können jetzt hier entscheiden, dass wir schweigen wie ein Grab. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is meant to be a safe haven to all. We failed the people who trusted us with their care. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. It was the Christian thing to do. But we should have noticed his instability. Okay. Tja, wollen wir ihm jetzt hier sagen, ich schweige wie ein Grab? Ich meine, von Arzt zu Arzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse das erstmal stehen und werde diese Untersuchung mir nochmal anschauen. Die haben wir hier. Begib dich zur Apotheke. Fehlende Inhaltsstoffe.
Das hatten wir abgeschlossen, die Geschichte. Entscheide, was du mit Dr. Tippetts tun wirst. Decke ihn und verlange dafür seine Kündigung. Oder vertraue Gwyneth und vertusche Dr. Tippetts Fehler. Hä, aber das war doch nicht das, was mir eben... Das ist aber merkwürdig, das war doch jetzt nicht die Gesprächsoption hier, oder? Dr. Reed, any good news to share? Ich schweige wie ein Grab. Das ist doch eine Vertuschung. Ich guck mal jetzt zu der Krankenschwester. Die ist ja hier, was die dazu sagt. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doc. Ich werde Dr. Tippetts Fehler nicht preisgeben, tatsächlich. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Das muss ich mir nochmal gut durch den Kopf gehen lassen. Das sind ja hier wirklich teilweise sehr folgenschwere Entscheidungen offenbar. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal die Details mehr anschauen. Ich habe Dr. Tippetts Bericht über Samuel Connors Tod gelesen. Ich bin nicht so recht überzeugt, vielleicht sollte ich selbst Nachforschung anstellen, um die wahre Todesursache des Patienten festzustellen. Also wir haben herausgefunden, dass er sogar einen doppelten Fehler gemacht hat. Also er hat richtig, richtig stark verkackt. Ich verstehe halt nicht, warum wir ihn einerseits decken sollen und dann seine Kündigung verlangen oder aber das zu vertuschen mit Gwyneth. Das ist doch irgendwie, läuft doch auf dasselbe fast hinaus. Beziehungsweise das Decken und das ihn zur Kündigung verlangen, verstehe ich nicht. Bin ich vielleicht auch nur zu doof dazu? Ich glaube, wir sprechen nochmal mit Gwyneth. Wir haben das schon mal gemacht, aber ich muss das jetzt einfach wieder machen, weil ich das nicht mehr weiß. I'm not familiar. Brilliant. Most. Ja, Personal. Nurse Brannigan. No. I. How are? Not good. An invisible. Sorry, Doctor. Do you think that. We are all volunteer. Ich muss das jetzt nochmal durchgehen, um zu gucken, wo hier. Tippetts Behandlungsfehler. Tell me what Dr. Tippetts did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippetts would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippetts in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Why does Dr. Tippetts claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippetts does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tja, also, das sagt mir jetzt, dass wir... Es ist nicht einfach. Also, wenn wir ihn jetzt quasi dadurch decken, so finde ich, ist es eigentlich besser formuliert, dass wir bei der Vertuschung helfen, schlagen wir irgendwo leider, muss ich sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir sowohl ihn schützen als auch Schwester Brannigan, weil Schwester Brannigan würde wahrscheinlich, das hat sie ja angedeutet, schon gar nicht mehr hier arbeiten, wenn er nicht mehr ist. Das heißt also, wenn wir ihn in die Kündigung zwingen, dann wird sie vielleicht auch gehen. Und zwei Leute von solch erfahrenem Personal zu verlieren, ich glaube, das kann sich dieses Krankenhaus beim besten Willen nicht leisten, egal was für Fehler die gemacht haben.
Andererseits habe ich das Gefühl, dass hier sowieso keine sonderlich gute Arbeit bisweilen geleistet wird, wenn ich mir das mal hier so anschaue. Also hier zerfetzen die Patienten irgendwelche Leute, hier streiten sich Ärzte, welche Behandlung denn jetzt hier die richtige sei. Also, ich weiß ja nicht, das muss ich mir nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Ich bin da wirklich entscheidungsunfreudig. Aber ich werde jetzt wirklich mal gucken, hier weiterzukommen. Ich weiß gar nicht, warum soll ich mich jetzt zur Apotheke begeben? So. Ich soll Vorräte bekommen. Wo ist denn das jetzt mit der Apotheke? Ist das hier hinten? Nee, das ist ja hier schon Hampton. Warum wird mir das nicht angezeigt? Ist das etwa hier, wo die Nurse Crane jetzt rumlungert? Das will ich doch nicht hoffen, oder? Und woher soll ich jetzt wissen, was ich dann einkaufen soll? Das ist jetzt alles kurios irgendwie. Ach, hier ist das. Okay, da. Dieses Kopfsymbol wieder. Gut, in die Richtung müssen wir aber sowieso. Dann lass uns aufbrechen. Genug Zeit hier verblasen mit irgendwelchen sinnlosen Gesprächen. Habe ich dich schon angesprochen? Warte, das machen wir noch kurz. Good evening. Also das waren jetzt wirklich sehr sinnlose Gespräche, weil Goodbye, Nurse Hawkins. Wir haben überhaupt nichts rausgefunden eigentlich. Total frustrierend hier. Haben wir mit ihm schon gesprochen? Ach, das war Dr. Tippetts, ne? Ja, stimmt. Gut, dann schauen wir mal, dass wir beides erledigen. Geht's eigentlich hier auch lang, theoretisch? Ich weiß, wir müssen eigentlich eher nach oben. Da hinten ist wieder irgend so eine Skull-Figur. Bisschen Blut abzapfen, bitte. So. Ganz schön hochlevelig, der Typ. Mhm. So, den haben wir aber erwischt. Und ein bisschen Chinin davon bekommen. Wir müssen möglicherweise... Oh, verzeiht. Meine Güte. Jetzt habe ich es aber heute Abend. Ah, schön, Freddy. Schön, dass du wieder da bist. So, ich hoffe, ich kriege meinen Nasenjuckreiz hier weg. Das ist ja gerade super nervig. Poplar Faubourg. Das ist jetzt ein neues... Ne, das sind hier, wir sind in den Docks. Wir sind richtig hier. Hier müssen wir hin. Und hier gibt es wieder Stress. Was seid ihr denn für Gegnatz? Oh, Griffin, das ist irgend so ein Typ. Wir wurden... Mist, jetzt habe ich hier falsch angewählt. Das wird nicht so leicht. Den haben wir getroffen. Jetzt können wir aber kaum weglaufen hier.
Okay. Musste, das verstehe ich nicht. Das hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Oder er lädt nicht zu Ende nach irgendwie, weil er zu lange braucht. Ja, super. Jetzt haben wir eh alles verschossen. Super geil gemacht. Toll. Okay, er widersteht dem ganzen Gedöns hier. Der weicht ja allem aus. Gottes Willen, ich bin gleich down. Gott. Das ist ein schwerer Gegner. Das sind aber irgendwie zwei. Nee, es ist irgendwie so ein Geistertyp, den er irgendwie kreiert. So, ich habe ihn wenigstens da getroffen. Ah Mann, ich erreiche ihn so ganz knapp nicht. Ärgerlich. Ja, jetzt kann ich ihn saugen. Oh Gott sei Dank, das war wichtig. Nee, nee, mein Freund. Okay. Der hat da eine Panzerung. Ich weiß nicht, ob wir den besiegen können. Wieder nicht. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Ist das nervig. So, da haben wir ihn einmal abgeblockt. Nein. Ja, wieder keine Ausdauer. Es dauert so lange, bis sich das auflädt. Ja, und wieder nicht getroffen, weil er sich wegteleportiert hat. Das ist ja echt super nervig. Okay. Oh, Gott sei Dank. Richtig. So langsam, glaube ich, sein Pattern raus, mit dem er hier angreifen will. So, das hat gesessen. Jetzt müssen wir ein bisschen Ausdauer aufladen. Er kommt wieder. Wieder nicht aufs Maul. Das war gefährlich, weil wir kaum noch Ausdauer hatten. Ja, das zum Beispiel war total verkackt. Aber den können wir jetzt nochmal aussaugen hier. Oh Gott sei Dank, wir haben ihn. Uiuiui, das war ein schwerer Kampf. Was du verpasst hast, auch viele Gespräche, die uns wenig weitergebracht haben. Suche nach der Bestellung von Dr. Strickland. Der hatte wohl diese Figur hier was mit zu tun. Meine Güte. Dann schauen wir mal, dass wir uns diese Bestellung hier holen. Das war wohl er hier. Bestellt von Dr. Toro Strickland, Pembroke Hospital. Liste der Zutaten: Lacrima Papaveris, medizinisches Opium, Natriumhypochlorid und Kaliumpermanganat. Okay. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move.
Also Dr. Strickland ist wohl sehr risikoreich. Okay. Und das findet Dr. Reed nicht so gut. Hm. Also doch eher die konservative Behandlung des rivalisierenden Doktors. Mensch, da gibt es wieder keine leichte Entscheidung, glaube ich, die wir treffen können sollen. Hm. Aber wir sind jetzt erstmal hier auf dem Weg. Zum Geflohenen, zum angeblich Geflohenen. Nämlich Sean Hampton, der hier jemanden umgebracht haben soll. Ich bin gespannt, was wir erfahren. Wir werden es sehen in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.